Hallo, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Sie sind gerade dabei, zurück zum Wort. Zurück zum Wort heißt einfach zurück zu Jesus. Und das ist, was wir überall sagen. Wir predigen das Wort Jesu Christi, damit die Leute nur zu Jesus kommen. Halleluja. Ich möchte gerne also die lieben Geschwister heute ermutigen. Ich habe ein Wort also vom Gott bekommen. Und bevor ich das also gebe, möchte ich also kurz beten. Herr Jesus, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Herr, ich tue das auf dein Befehl. Herr, mein Gott, leg deine Worte in meinen Mund, damit dein Volk die Wahrheit erkennt. Danke, mein Gott, für alles, was du tust. Im Namen Jesus. Amen. Also nehmen wir unsere Bibel in Jesaja Kapitel 60 ab Vers 1, also von Vers 1 bis Vers 2 werden wir lesen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Helligkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. Jesaja war ein Prophet und Jesaja hatte viel von Jesus prophezeit. Er sagt hier, deine Herrlichkeit kommt, dein Licht kommt. Aber warum sagt er das Licht? Er sagt, dass die ganze Erde von Finsternis bedeckt war und Dunkelheit auf der Erde war. Aber dieses Finsternis hat nicht also mit der Nacht oder sowas zu tun. Hier hat es also mit Böse, die Sünde und heutzutage, was wir auf der ganzen Welt sehen, wir sehen, wie das Finsternis einfach regiert. Böse Mächte, die Leute leben in der Sünde. Sogar die Gemeinde Jesu, die Gemeinde heutzutage predigt nicht mehr über die Sünde. Das Licht wird nicht mehr gepredigt auch. Man predigt über seine Traditionen, seine Überlieferungen. Die Leute predigen ein Wort. Das Wort bringt die Leute nur in ihre Gemeinde. Und was sehen wir also heutzutage? Verschiedene Denominationen. Evangelikalen, Katholiken, Protestanten und. Aber wenn wir die Bibel lesen, da sehen wir nur eine einzige Gemeinde. Jesus hatte nie von verschiedenen Denominationen gesprochen oder gepredigt. Er hatte nur von seinem Reich, das Reich Gottes. Und ich möchte euch also heute noch sagen, wenn Jesus kommt oder im Himmel, die Leute, die zu Jesus gehen, die Leute, die mit Jesus in der Ewigkeit leben werden, die haben nicht mit irgendwelcher Denomination zu tun. Es geht um Leute, die an Jesus Christus allein geglaubt haben. Halleluja. Aber was sehen wir also heutzutage? Die Leute leben also für ihre Denomination. Die bekennen sich also als Katholiken oder als Protestanten und. In der Gemeinde heutzutage, jeder macht also, was er will. Aber was ist mit dem Wort Gottes? Die Sünde ist überall. Es werden heutzutage sogar Gesetze. Die Gesetze kommen und predigen sogar die Sünde, damit die Leute mehr in der Sünde leben. Was sehen wir also in vielen Familien? Die Familie, also die Eltern haben sogar Autorität über ihre Kinder verloren. Die Kinder machen, was sie wollen. Und was ist also mit Internet? Die Pornografie ist so nah, jeder kann einfach das Böse, die Sünde, also alles, was man sieht,
Wenn ich sogar Fernseher, also ich kann nicht mehr so Fernsehen mit meinen Kindern anschauen, weil in jede Werbung kommen immer nackte Leute. Oh mein Gott, diese Generation lebt so in der Sünde. Die Sünde ist überall. Was ist Sünde? Die Sünde ist einfach das Gegenteil also von Gott, Wort Gottes. Wenn man gegen Gott handelt, gegen das Wort Gottes handelt, das ist die Sünde. Die Sünde bedeutet, sein Ziel verfehlen. Und was ist unser Ziel? Dass wir nach dem Wort Gottes leben. Aber wer predigt also heute über die Wahrheit? Wer? Unsere Generation ist so fest eingegraben, so verwurzelt in der Sünde. Und es ist genau diese Finsternis, also was Jesaja hier prophezeit hatte. Das Finsternis ist überall, bedeckt die ganze Erde. Die Männer gehen also mit Männern, Frauen gehen also mit Frauen und es werden sogar Gesetze, da kommen sogar Gesetze. Die Kirche sogar die Kirche, die normalerweise also das Wort Gottes also predigen sollte, predigt die Sünde. Ist sogar bereit, solche Leute, also die Homosexualität akzeptiert das. Es gibt also Priester, die die Homosexualität also einfach ausüben. Männer, die mit Männern gehen. Frauen mit Frauen. Ich bin mir sicher, also wenn ich also sowas sage, da gibt es also Leute, die werden sagen, was erzählt er überhaupt? Aber das ist unser Zustand heutzutage. Die Familie ist also komplett zerstört. Jeder macht, was er will. Die Moralität wird nicht mehr gepredigt. Was sehen wir also in der Gemeinde? Jeder kleidet sich also wie man will. Im Sommer, oh mein Gott, die Leute laufen also fast nackt. Und es ist ganz normal geworden. Es ist genau diese Dunkelheit, diese Finsternis. Und wenn die Leute so sterben, dann werden sie nicht also mit Gott sein in der Ewigkeit. Aber wo? In der Ewigkeit, in der Hölle. Das muss man einfach sagen. Vergiss nicht, du wirst auch sterben. Jeder wird also sterben. Aber wenn du stirbst, wo wirst du denn hingehen? Du wirst da, stehst du also vor Gott. Und wofür hast du gelebt? Du hast gelebt für dich und nicht für Gott. Du hast getan, was du wolltest, aber in der Sünde gelebt. Oh, mein Gott. Aber Jesaja sagt hier, steh auf. Was bedeutet das so, steh auf? Man sagt also, steh auf zu Leuten, die einfach schlafen. Aufstehen, weil die Gemeinde heutzutage schläft. Die Leute schlafen. Du willst nicht also das Wort Gottes also predigen. Du willst nicht die Wahrheit sagen. Du hast Angst. Oh, ich kann kein Deutsch. Oder oh, ich mache so viele Fehler also mit meinem Deutsch, bla bla bla. Es gibt Leute, die diese Berufung bekommen haben, das Wort Gottes also zu predigen. Aber was machen sie heutzutage? Nee, die vernachlässigen das. Aber Jesus sagt, steh auf. Das Wort Gottes sagt hier, steh auf. Du hast die ganze Zeit geschlafen. Die ganze Erde ist also von Dunkelheit bedeckt. Von Finsternis bedeckt. Aber du bist nur ein Kind Gottes. Du hast so das Wort bekommen. Was tust du? Steh auf, mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf und sprich das Wort Gottes aus. Du bist hier gekommen als Kind Gottes von Afrika oder von Amerika oder von irgendwo und du bekennst dich also als Christ, aber was tust du? Schläfst du die ganze Zeit. Aber was, die Gemeinde schläft komplett. Die Leute schlafen, die Christen schlafen in der Sünde. Viele Leute, die sind so bequem in ihrer Situation, die sehen die Sünde, die sehen diese Finsternis, also jeden Tag, überall. Aber was tun sie? Nichts. Viele haben sogar die Kontrolle über ihre Familie verloren. Die Sünde ist in die Familie reingekommen. Die Kinder machen, was sie wollen. Die Kinder sind verloren. Die ganze Familie ist verloren.
Aber du bist doch ein Christ. Du sagst, du bist ein Christ, aber was tust du? Du schläfst. Und deswegen sagt der Herr jetzt, steh auf. Steh auf. Lass dich nicht, schläf nicht mehr. Du siehst die Dunkelheit. Du siehst also das Finsternis. Die Zeit ist gekommen, aufzustehen. Steh auf im Gebet. Betet für deine Familie. Betet für die Leute. Betet für dieses Land. Betet für Deutschland. Betet, 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 betet einfach. Und mach deinen Mund auf und sprich das Wort Gottes aus. Du kannst nicht mehr so weiter schlafen. Das siehst du so jeden Tag. Überall. Überall, wohin wir gehen, sogar in deine eigene Familie. Guck mal, wie deine Kinder geworden sind. Guck mal, wie deine Verwandte geworden sind. Glaubst du, du bist Christ geworden nur für dich? Du bist Christ geworden, damit du auch deinen Mund aufmachst, damit du auch Jesus bezeugt, überall, wohin du gehst. Und damit du für diese Menschen auch betest. Steh auf und betet. In der Bibel haben wir gesehen, es gibt so viele Beispiele von Leuten, die zu Gott gekommen sind mit ihrer ganzen Familie. Schau mal deine Kinder, schau mal deinen Vater, schau mal deine Mutter, deine Frau, dein Mann. Die kennen Jesus überhaupt nicht. Aber was tust du? Du bist da und schläfst, anstatt für sie zu beten. Anstatt für sie jeden Tag vor Gott, zu Gott zu kommen und schreien, Herr, Herr, tut das. Behört meine Kinder, behört meine Frau, mein Mann. Tu doch was. Gott wartet auf dich. Gott wartet, dass du aufstehst. Du kannst doch nicht also weiter so leben. Du bekennst dich also als Christ. Du als Christ. Und jeden Tag gehst du auf die Straße, siehst du dieses Finsternis, siehst du, wie die Sünde, siehst du, wie die Leute verloren sind und das tut dir gar nicht. Es tut dir gar nicht, warum? Weil du gerade schläfst. Aber der Herr sagt, steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und wer ist dieses Licht? Jesus Christus. Jesus Christus, unser Herr. Oh mein Bruder, mein Schwester, erinnerst du dich? Kannst du dich noch erinnern? Kannst du dich noch erinnern, als du Christ geworden bist? Wie dieses Feuer in dein Herz, wie es brannte, meine Güte. Kannst du dich noch erinnern? Und heute, was tust du? Du bist da, jeden Tag vor dem Computer, guckst du irgendwelche Videos, und. Was tust du? Schaust du Videos die ganze Zeit? Was ist mit Gebet? Guckst du Fernsehen? Irgendwelche Kanäle? Jede Kanäle? Was guckst? Was ist los mit der Gemeinde heutzutage? Wo sind die Christen, die das Wort Gottes predigen? Wo sind die Christen, die beten? Der Herr sagt, steh auf. Steh auf für diese Generation. Weil diese Generation stirbt. Diese Generation lebt in der Sünde, in Finsternis. Die Leute sind gestresst, nehmen Medikamenten. Immer, immer Medikamenten. Sie sind depressiv, die nehmen Antidepressiv. Diese Generation ist voll. Voll mit Tabletten Antidepressiv. Was tun wir? Wir Kinder Gottes, die Zeit ist gekommen aufzustehen. Die Zeit ist gekommen aufzustehen im Gebet. Letztes Mal, also der Herr zeigte mir, also wie viele Leute beten ohne Glaube. Wir haben sogar vergessen, wer unser Gott ist. Unser Gott ist der Gott von gestern, heute und für morgen. Er ist fähig, was er gestern getan hatte, kann er das immer noch heute tun. Aber er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Steh auf,
mein Bruder, steh auf, meine Schwester. Du kannst doch nicht immer also weiter so leben. Schau mal deine ganze Familie. Schau mal, die werden, wenn es so weitergeht, die werden in der Hölle landen. Du kennst die Wahrheit. Aber was tust du? Jeden Sonntag gehst du in die Kirche, weil du in deine Gemeinde, in deine Kirche, du kehrst vielleicht oder teilst du Kaffee, machst du Kaffee oder Kuchen für die Leute in der Gemeinde. Und dann glaubst du, dass du das Werk Gottes so tust, ohne zu beten, ohne das Wort Gottes an die Leute zu, also weiterzugeben? Steh auf, sagt der Herr, steh auf, du kannst nicht mehr so weiter schlafen. Die Zeit ist gekommen, steh auf, Erweckung kommt, das Licht kommt, weil Jesus die Menschen in ganz Deutschland, in Europa erreichen will. Gott, komm, das Licht kommt. Kinder Gottes, aufstehen, alle aufstehen. Das möchte ich euch also heute sagen. Steht auf, das Licht kommt. Das Licht ist da. Und wenn das Licht kommt, gehen die Finsternis weg. Stehen wir alle im Gebet. Beten wir für unsere Familie. Beten wir für unsere Kinder. Beten wir für unsere Geschwister. Beten wir für unsere Freunde. Beten wir, weil Gott diese Menschen berühren will. Er will das tun. Aber er tut das bis jetzt nicht, weil du schläfst. Wir schlafen. Wir schlafen. Die Zeit ist gekommen, dass wir aufstehen. Wir müssen jetzt aufstehen für die Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht da, in einem Gebäude da drin zu bleiben. Die Gemeinde Jesu Christi bringt die Leute zu Jesus, nicht zu irgendwelcher Kirche. Zu Jesus, damit die Menschen gerettet werden. Halleluja! Steh auf, mein Bruder! Predigt das Wort! Steh auf, meine Schwester! Sprich das Wort aus! Betet, betet, betet für deine Familie! Betet, betet weiter! Halleluja! Das sagt der Herr heutzutage. Der Herr spricht heute und er sagt, sein Licht kommt. Geh, geh, nimm dieses Licht, bring das in Dunkelheit. Weil wenn das Licht kommt, geht die Dunkelheit weg. Halleluja, Halleluja. Steh auf, mein Bruder. Steh auf für deine Kinder. Steh auf für deine Frau. Steh auf, meine Schwester, für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Verwandte, für deine Freunde. Steh einfach auf, weil Gott die Herzen berühren will. Er will diese Herzen berühren. Ich danke Gott für dieses Wort. Ich möchte euch also heute sagen, steht einfach auf, weil das Licht kommt. Danke für dieses Wort. Danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Danke und ich sage, zurück zum Wort, zurück zu Jesus. Amen.